Die Grundbodenuntersuchung hat für mich drei Ebenen. Die Ebene 1 ist die vom Gesetzgeber festgesetzte Standarduntersuchung. Diese findet bei mir im gesetzlichen Turnus von ca. 6 Jahren über alle Flächen verteilt, ungefähr im 3-Hektar-Rhythmus als Mischprobe statt. Aus diesen Untersuchungen sehe ich grobe Unterschiede innerhalb der Schläge und so in etwa, was auf meinem Betrieb los ist. Das Wichtigste für mich ist die Ebene 2. Hier habe ich in den wichtigen Schlägen fest definierte Bereiche, in denen ich ungefähr im 2-Jahres-Rhythmus intensive Beprobungen durchführe. Diese Beprobungen beinhalten die Kationen-Austauschkapazität, den Humusgehalt und die Mikronährstoffe. Es ist wichtig, dass diese Bereiche fest definiert sind und auch immer die Proben ins selbe Labor gehen, damit ich mein Tun und Handeln und Veränderungen daraus in dem Boden beobachten kann und auch rechtzeitig Rückschlüsse ziehen kann, ohne dass diese durch Probenahmefehler oder Laborunterschiede beeinflusst werden. Und dann gibt es noch die Ebene 3. Dies sind Flächen, die eventuell neu hinzugekommen, die intensiver untersucht werden oder Teilbereiche, die im Schlag anders sind als wie meine Standardbeobachtungsfläche, die ich aber nicht so oft untersuche. Auch geht es hier dabei, Unterschiede aufzuklären, wenn Pflanzenbestände innerhalb des Schlages sich unterschiedlich entwickeln. Die Terminierung der Bodenprobe sollte unter folgenden Aspekten stattfinden. Wichtig ist, dass der Boden gut durchfeuchtet ist, dass die Nährstoffe auch zur Verfügung stehen, dass die Düngungen im Idealfall mindestens 2 bis 3 Monate vorher abgeschlossen sind und dass die Untersuchung am besten zum Ende oder zu Beginn der Vegetationsperiode stattfindet. Ich persönlich ziehe die Bodenproben mittlerweile zum Jahreswechsel. Hier in der Gegend ist es so lange noch recht mild, dass die Vegetation bis jetzt her noch einigermaßen läuft und die Böden noch nicht komplett ausgekühlt sind.